Willkommen zurück zu Digimon World Next Order. Wir sind unterwegs ins Knochenresort, um einen extrem obskuren Quest abzugeben. Also fliegen wir los. Hinterland bringt uns nichts. Das bringt uns nur noch weiter weg von unserem eigentlichen Ziel. Ob wir wollen oder nicht, wir müssen wieder quer durchs Knochenlaufwerk durchlaufen, um diesen Quest abgeben zu können, was uns wahrscheinlich wieder locker 2 Stunden oder sowas kosten wird. Ich finde es immer ein bisschen lächerlich. Unser Ziel ist quasi jetzt direkt rechts neben uns, aber leider ist das hier nicht Breath of the Wild und wir können nicht einfach mal eben diese Wand da vorne hochklettern. Nein, wir müssen den weiten, weiten Weg, die gesamte Karte außenrum entlang laufen. Mindestens können wir hier unterwegs noch ein paar zusätzliche Materialien einpacken. Wir sollten gleich mal gucken, ob wir irgendwas im Bauarbeiterslager ausbauen können, wenn wir wieder zurück in der Stadt sind. Das heißt, wir müssen auch wieder an den lustigen Toagumons oben vorbei, die irgendwie immer aggressiv sind. Egal welches Level unsere Digimon haben, genauso wie die komischen Psychemon und Goblimons, die in der Serverwüste rumlaufen, die auch irgendwie immer aggressiv sind. Komischen Viecher. Ganz davon ab ist gleich mitten in der Nacht, das heißt, wir müssen relativ bald rüber in die Oguino-Einöde, wenn wir den Quest machen wollen. Sollte also wohl unser nächstes Ziel sein, sobald wir den Quest hier abgegeben haben, direkt rüber in die Oguino-Einöde. Siehst du das? Da ist jemand. Jemand ist in der Nähe, was? Sie nimmt das übrigens an. Aber wozu wir trotzdem noch Zeit haben sollten, ist, ja, wir sind müde, hier vorne das Holz einzusammeln. Immer her damit. Holz. Holz. Und Holz. Hexenholz. Ganz viel Hexenholz. Finde ich gut. Könnte ein bisschen müde werden. Boah, ich glaube, die Einschätzung mit den 2 Stunden ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, es wird ziemlich genau 2 Stunden dauern. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr, traurigerweise. Ja, könnte übrigens ein bisschen müde werden. Ich hoffe mal, die lassen uns, soweit es geht, in Ruhe. Ich drücke mich einfach hier vorne an der Wand lang, genauso wie beim letzten Mal. Und ich hoffe, dass es auch genauso funktioniert wie beim letzten Mal. Ja, kommt nicht zu uns hin. Aber das Metall hier vorne, das will ich auf jeden Fall wieder mitnehmen. Oh, schwarzes Digizeut. Das ist gut. Schwarzes Digizeut. Noch mehr davon. Und Digisilber. Und weil es so viel Spaß macht, noch ein Schroom. Wenn wir sowieso schon drüber laufen, das kein Umweg ist, sehe ich keinen Grund, den nicht mitzunehmen. Sie hat übrigens die Müdigkeit übernommen. Mindestens können wir dieses ganze Essen inzwischen jetzt relativ leicht verkaufen. Mit unserem momentanen Geldwert habe ich nicht so das Gefühl, dass wir jemals wieder Essen brauchen werden in diesem Spiel. Außer Fleisch, wenn wir unsere Digimon halt spontan satt kriegen müssen und keine Möglichkeit haben, zum Restaurant zu kommen. Die da vorne sagen wieder Quack. Also gehen wir mal ganz schnell hier rein. Roter Promi-Raum. Hallo Platinum Numemon. Wir haben deine komische Medaille. Och, wie wundervoll. Du hast wirklich meine Kothaufen-Platin-Medaille gefunden. Du hast die Kothaufen-Platin-Medaille überreicht. Du hast so viel getan, um sie mir zurückzubringen. Ach, nochmal verliere ich sie nicht, das verspreche ich. Auch wenn ich sie esse, kann ich sie nicht verlieren. Fabelhafte Idee. Moment mal. Ich habe ein verrücktes Déjà-vu. Oh, genau so war es. Ich habe die Medaille letztes Mal auch heruntergeschluckt. Und dann ist sie die Toilette heruntergespült. Ach, meine Güte, das tut mir jetzt leid, alles meine Schuld. Als wir da gut machen, will ich in die Stadt gehen. Meine Güte. Fun-Quest. Platinum Numemon hat sich der Stadt angeschlossen, wunderbar. Und hier vorne ist außerdem noch Mats. Halt, Kampf beginnt. Wir haben unsere Boss-Killer-Fähigkeiten drin. Ups. Er ist tot. Ja. Einmal versteckt, einmal gefrostet. Der gibt mehr Stats, als ich erwartet hätte. Was, ernsthaft? Rosemond Burst Mode ist verletzt. Nach diesem Kampf, in dem sie 0 Schaden genommen hat. Mal wieder. Ich hasse das. Dass die Digimon ernsthaft verletzt sein können nach einem Kampf, in dem sie exakt keinen Schaden genommen haben. Hier ist noch eine Riesen-Erdbeere. Nimmt sie mit, dann nehmen wir das Material hier vorne noch und dann nix wie weg hier. Ja, wir haben Platinum Numemon erfolgreich rekrutiert. Ja, Leute. Dann Autopiloten, wie immer. Angewendet. Zurück zu Jihimons Haus. Jihimon ruft. Bis zurück, Alex. Ich habe gute Neuigkeiten. Platinum Numemon hat sich der Stadt angeschlossen. Es ist in den Hightech-Ausrüstungsladen gegangen. Es scheint total auf Hightech-Items zu stehen. Furschen, der Stadt ist jetzt 137. Ich hätte nie gedacht, dass es mal so gut laufen würde. Gucken wir mal, was er im Angebot hat. Das interessiert mich gerade doch ein bisschen. Hightech-Laden. Was er uns gibt. Bah. Boah, Alex, wie geht's dir? Ich habe jede Menge Geld und möchte meinen Beitrag für die Stadt leisten, indem ich etwas kaufe. Das ist mein Lieblingsladen, hier bin ich immer. Wenn du weißt, wie es sich anfühlt, reich zu sein, dann komm rüber. Ich werde dir ein Zeichen meiner Freundschaft geben. Aha.
Also brauche ich mehr Geld. Habe ich nicht genug Geld für dich, ja? Ist das so? Ja, ich vermute mal, dass er uns, wenn wir so und so viel Digi-Geld gesammelt haben, ein Evolutions-Item zu sich selbst gibt, genauso wie die meisten Digimon es tun. Dann, was machen wir als nächstes? Essen brauchen wir gerade nicht. Schätze ich, gehen wir wieder zum Sender zurück, ne? Habe ich hier noch irgendwas, das ich noch erledigen muss in der Stadt? Ich glaube nicht. Also wieder zurück hierhin. Wir gucken mal, ob es Autopiloten gibt. Autopiloten? Yep, Autopiloten. Die wurden nämlich langsam aber sicher wieder ein bisschen rar. Dann bring mich nochmal zu Defekt Ex Machina zurück. Ach ja, wir waren müde. Da war was. Jupp. Dann mal los! Defekt Ex Machina, Kontrollinsel. Falsches Ziel, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Justimon hier sein wird. Deswegen bin ich hierhin geportet. Jupp, da ist er wieder. Hi. Hey, hey! Diese Straßen gehören dem großen Boss Justimon! Oder Justimon. Justimon? Ist irgendwas, du Depp? Ich schick dich gleich auf den Schrottplatz. Da! Arme Rookie-Level, mal ganz langsam. Ich lass mich nicht einschüchtern. Was ist? Willst du auch geschrottet werden, du Depp? Boah, der ist ja richtig beleidigend, hör mal. Grrr, ich zeig dir, was mit Leuten passiert, die sich mit dem großen Boss Justimon anlegen oder dem auf die Nerven gehen. Kampf? Yep, Kampf. Kampf beginnt, gut, dass wir unser Boss-Killer-Set noch drin haben. Ja, ne? Biofels! Okay. Macht er Schaden? Nicht so richtig viel, glaube ich. Ich brauche aber mal eben eine Heilungsdisk für sie, weil sie wurde da festgeroutet. Heilungsdisk! Ganz davon ab sind unsere MP extrem niedrig. Wir werfen mal große MP-Holo-Disks. Zack. Und noch eine. Pump. Soweit so gut. Und Biofeld drauf! Soweit so gut. Ist schon wieder festgeroutet. Dann benutze halt Verstecken von da aus, wo du stehst. Kannst du doch. Wenn nicht Biofeld von da aus benutzen, das bringt nichts. Blödes Viech aber auch. So, dann machen wir eine Superheilungs-Holodisk drauf, damit die beiden uns nicht durch Finisher sterben oder so. Okay. Und dann sind wir erstmal wieder ganz gut geschützt. Und ganz gut ausgerüstet. Soweit so gut. Ah, sehr gut, er wurde digitalisiert. So muss das aussehen. Mach bitte noch einen Angriff drauf. Ich wünsche, unsere Digimon wären ein bisschen schneller. Ah, sehr gut, wir haben ihn vergiftet. Macht er was oder blockt er nur? Ich habe das Gefühl, dass er irgendwas macht, also machen wir mal verführerische Lippen drauf. Ne, er blockt nur. Und Finisher! Verführerische Lippen! Wie viel macht's? 5363. Ja, nicht schlecht. Ich glaube, das sollte schon gewesen sein, oder? Nochmal Dornpeitsche drauf und ich denke, dann wird er fallen. Pump, wunderbar. Auch wieder digitalisiert den Kollegen. Rosemon, bitte tu das nicht. Rosemon. Rosemon. Rosemon, bitte. Dieser Kampf wird vorbei sein, bevor Rosemon irgendwas tut. Es ist schon wieder passiert. Es gibt's doch nicht, ja. Diese blöden Viecher sind so verbuggt. Ja, ich ertrage es nicht mehr. Ich werde dir nie verzeihen. Justimon ist in vollem Tempo davongerannt. Cool. Vielen Dank. Justimon, stimmte da eben was nicht mit ihm? Nicht nur, wie er geredet hat. Ich habe Justimon noch nie so schwach gesehen. Wie dem auch sei, ich mache mich wieder an die Arbeit. Ja, macht er das. Also das war scheinbar seine schwache Version. Mhm. Naja, Justimon. Leute, wir mussten noch schlafen. Autopilot rein. Pump. Angewendet. Zurück nach Floatien. Niemanden rekrutiert. Ausnahmsweise mal. Dann geht doch mal eben zu Gigimon rein und wir schlafen mal schnell hier. Oi! Team. Schlafen. Ein guter Schlaf. Rosemon Burst Mode. Wiederhergestellt. Rosemon wiederhergestellt. So, Team, er hat wieder Hunger, wie ich sehe. Dann gehen wir mal eben zu Koromon und holen mal eben die Items hier. Zack, noch mehr gesammelt. Medizin ist immer gut, ist viel wert. Dann Teleportation rüber ins Restaurant. Wir müssen dort frühstücken gehen. Es ist Donnerstag, wer hat deinen halben Preis? Upsa. Rein weißer Salat bitte. Jo, dankeschön. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Was mit dir hast du halben Preis? Ja, da es Donnerstag ist, gibt's alles zum halben Preis. Bitte iss alles, was du willst.
mariniertes Waldgemüse scheint nicht schlecht zu sein. Teller mit Obst der Saison ist auch nicht schlecht. Es gibt mehr Werte, glaube ich, insgesamt. Ja, ich nehme den Teller mit Obst der Saison. Dankeschön. Hat viel weniger Hunger, also immer noch Hunger. Dann gib mir noch was. Jetzt sind sie vollständig gefüllt. Bis dann. Soweit, so gut. Also wieder zurück zur Karte. Und wieder zurück zum Sender. Und es geht direkt wieder zurück nach Defekt Ex Machina, würde ich sagen. Sie ist übrigens ein Sender. Alt, bevor wir fliegen, wo gehst du heute hin? Donnerstag? Donnerstag ist Nullpunkt-Tag. Nein, danke. Nein, wie langweilig. Nee, das ist etwas zu weit weg von meinem Ziel. Ich möchte gerne nach Defekt Ex Machina normal. Jupp, auf geht's. Und dann machen wir direkt eine Kehrtwende und gucken, dass wir in der Einöde unten dieses lustige Item sammeln, das wir holen sollen. Immerhin ist gerade früh morgens. Müsste jetzt also gerade perfekt sein. Am Dornenpalast irgendwelchen Efeu von der Wand zu kratzen. Oguino-Einöde. Lange nicht mehr da gewesen. Ich hoffe, wir finden jetzt auch den Punkt, wo es das Efeu geben soll. Aber ich glaube, das kann eigentlich nur direkt hier vorne sein. Schauen wir mal, ist irgendwo da auf der Karte eingezeichnet. Spontan sehe ich nichts. Was ist das hier? Eine himmlische Kastanie. Auch nett. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ist bestimmt irgendwo ein leuchtender Punkt, oder nicht? So ein gelb leuchtender Punkt. Da, nein. Das ist irgendwie eine Blutorange oder sowas. Eine dunkle Orange erhalten. Ist das auf der Karte eingezeichnet? Nein, natürlich nicht. Wäre auch zu einfach. Wie könnte man sowas einfach auf der Karte einzeichnen? Vielleicht hier drin? Sehe nix, aber hier drin wächst auch kein Efeu, der wächst irgendwie überall raus aus dem Schloss. Solamon, da ist was. Das sieht gut aus. Haben wir es gefunden? Du hast feuchten Efeu gefunden. Sehr gut. Pflücken. Du hast Dornen-Efeu. Wunderbar. Und da ist noch eine himmlische Kastanie, glaube ich. Jupp. Ganz viele himmlische Kastanien. Des Weiteren habe ich noch etwas hier vor, weil wir haben irgendwie Scheingrämon nie wieder gesehen, nachdem wir den gerettet haben. Also gehen wir mal eben nochmal zur Festung der Fleischfresser rüber und gucken, ob wir Scheingrämon da irgendwo finden. Vielleicht möchte der ja auch mal mit in die Stadt kommen oder sowas. Das wäre ja nett von dem. Leider ist es immer ein bisschen Laufweg, darüber zu kommen. Ich glaube, von hier aus ist immer noch der kürzere Weg, wenn wir jetzt direkt dahin laufen, als wenn wir tatsächlich direkt in der Oguino-Einöde fliegen, weil wir dann diesen riesigen Berg runtergehen müssten, um bis zu der Festung hinzukommen. Da denke ich, ist der Weg hier, wenn nicht genauso lang, sogar kürzer. Und die ganzen Viecher hier vorne, die tun uns ja sowieso nichts. Die stehen da ja nur ganz freundlich rum. Immerhin ist der Krieg zwischen den Pflanzen und den Fleischis vorbei. Also was soll's noch, ne? Dann gibt's auch keine komischen Armeen mehr, die uns angreifen möchten, wenn wir hier vorne das Fort einfach nur betreten wollen. Was sowieso immer ein bisschen sehr merkwürdig, glaube ich, finde. Hallo Tyrannomon, mein Lieblingsfreund, der mir schon viel zu oft auf den Sack gegangen ist. Ja, hier vorne ist auf jeden Fall nichts Neues. Hey, wenn wir mit Psychemon reden können, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir Psychemons Doppelgänger gefunden hatten. Yeah! Sagt Burstmutter übrigens zu. Geheimer Friedhof. Bist du hier? Ja, sieht gut aus. Da oben ist ein Nebenquest, obwohl Leomon doch in die Stadt gekommen ist. Oh, ja, da steht er rum. Scheingrämon. Aber erstmal nehme ich hier die Mats mit, die hier so rumliegen. Oh, eine alte Karte. Wuhu, endlich wieder eine alte Karte. Da können wir uns einen Ast freuen. Eine Astentleerung freuen. Hallo. Oh, du bist es. Danke für all deine Hilfe im Kampf gegen die Veggie-Truppe. Das Problem ist, mein Körper hat schwer gelitten, als mir mit diesem Gerät die ganze Solarenergie abgezapft wurde. Doch dank deiner harten Arbeit ist wieder Frieden in die Oguino-Einöde zurückgekehrt. Daher kann ich endlich unbesorgt meine Wache über die Einöde beenden und mich vom warmen Licht heilen lassen. Oh ja, ich hab dir noch gar nicht richtig gedankt. Also gut, ich gebe dir hier und jetzt ein Versprechen. Du musst nur noch etwas warten. Sobald ich wieder gesund bin, komme ich in die Stadt, um dich zu unterstützen. Warte, aber der Krieg ist schon ewig vorbei. Warum kommst du nicht jetzt in die Stadt? Du müsstest seit Ewigkeiten regeneriert sein. Toll. Vielleicht hat er einen Countdown gestartet, jetzt wo wir mit ihm gesprochen haben. Du erinnerst dich an mein Versprechen, oder? Du musst nur noch etwas warten. Sobald mein Körper wieder heil ist, komme ich in die Stadt, um dich zu unterstützen. Toll.
Hat sich ja gelohnt, hier hinzukommen. Okay. Bin mir nicht sicher, ob wir jetzt sowas wie einen Countdown aktiviert haben, der vorher nicht da war, oder ob er einfach nur noch nicht rekrutierbar ist. Das ist nur eine Asnuss. Gerade über dem Hintergrund gesehen, dachte, das nehmen wir mal eben mit. Aber nee, ist nur eine Ringelnuss, nicht mal eine Asnuss. Joa, so viel dazu, Team. Ist wieder Autopilotenzeit. Norm, Autopilot angewendet. Und wieder im Zentrum. Ja, unterwegs gesammelte Materialien eingelagert und dann können wir direkt wieder los. Denn, hi, jetzt würde ich gerne wieder zurück in Cyberwüste Hinterland fliegen. Denn wir haben den Efeu gesammelt und brauchen unser nächstes Ziel von Kaiser Grämon, was wir als nächstes sammeln sollen. Außerdem sind die Psychemon wieder da, die uns gleich angreifen werden. Mal ganz kurz. Weil wir gleich in diesen Kampf verwickelt werden. Partnerfähigkeiten, Rosemon. Geh mal rüber auf Biofels und du gehst mal rüber auf doppelter dunkler Geist, damit wir hier keine MP verschwenden gegen die Viecher. Für den Falle eines Falles, dass sie uns wieder erwischen hier vorne. Was gut passieren kann, weil ich hier das Zeug abbauen möchte. Digi-Sand, Digi-Stein, Digi-Unfug, Digi-Krempel, Digi-Zeugs. Oh, kleben uns immer noch am Hintern, scheinen uns dieses Mal aber nicht zu erwischen. Juhu. Okay, die Nanimons wollen ja sowieso nichts mehr von uns. Aus gutem Grund. Die kleinen Mistviecher hier, die wir sowieso auch inzwischen mit einem Schuss niederstrecken würden. Da weichen sie zurück. Lustige Viecher. So, Serverturm, da sind wir wieder. Dann gehen wir mal zu Kaiser Grämon und sagen mal wieder Hallo. Und holen uns den zweiten der drei Parts. Wo auch immer der nachher stecken wird. Wahrscheinlich wieder irgendwas in Morgendämmerung oder sowas. Irgendwas mit einer bestimmten Zeitvoraussetzung, was wir heute nicht einfach so machen können. Aber wir gucken erstmal. Eben den ganzen Kram hier einsammeln. Sehr gut, eine ganze neue Karte. Die Quarz, die Gesandt. Hallo Kaiser Grämon. Hast du den Dornefer von der Südseite des Dornpalasts in der grünen Einöde besorgt? Jupp, du hast den Dornefer übergeben. Ganz wunderbar, das ist genau, was wir brauchen. Damit können wir die Holzenergie gewinnen. Gute Arbeit, Mensch. Okay, als nächstes brauchen wir Material für Windenergie. Ich brauche einen Geschwindigkeitschip. Uns fehlt schlicht und ergreifend noch einer. Entschuldige bitte diese schwierige Aufgabe, aber ich verlasse mich auf dich. Ein Geschwindigkeitschip? Das ist ein ungünstiger Quest, weil ich habe alle Geschwindigkeitschips beim Training in unsere Digimon reingestopft und keinen übrig gelassen. Ich brauche einen Geschwindigkeitschip, das ist ein kostbarer Gegenstand, also reicht einer. Könnten einen kaufen, schätze ich. Kosten aber irgendwie 200.000. Naja. Oder wir farmen eine Nacht lang wieder die Riesenviecher, weil die Riesenviecher, die droppen ab und an Geschwindigkeitschips. Wenn wir irgendwann mal einen Abend lang Schluss machen, dann gehe ich wahrscheinlich die Viecher farmen. Das ist mir zu teuer, so ein Chip zu kaufen. Ja. Also haben wir das erstmal abgeschlossen. Hatten wir sonst noch irgendwas, was wir jetzt gerade machen können, wollen, tun müssen? Unterordner, was sagst du? Nicht wirklich, glaube ich. Ich meine, wir haben jetzt erstmal wieder alles erledigt. Ich meine, abgesehen von einem Digimon züchten, das eine Schlagattacke für Dark Dramon hat. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob sowas existiert, weil wir haben einen Digimon mit Schlagattacken und der macht trotzdem nichts mit uns. Der Drecksack. In jedem Fall müssen wir jetzt erstmal wieder einen Autopiloten einwerfen, wie sich das gehört. Team, kommt zusammen. Item, Autopilot. Jupp, angewendet. Zurück nach Floatien. Zum 1.040. Mal. Dann gehen wir mal auf die Karte. Es ist nämlich ein Tag vergangen. Und vor allen Dingen wollte ich noch zum Bauarbeitstest rein. Die Viecher sind auch alle wieder da. Zehnmal Digi-Eisen gefunden. Dann machen wir noch Holzjagd. Schicken die mal alle wieder los. Oh, hat auch zehnmal irgendeinen Unsinn gefunden. Den schicken wir mal auf Fleischjagd. Wie sieht's aus mit Ausbauen, Wemon? Museum, könnten wir auf Stufe 2 aus... Ach, ist ausgebaut. Ach, wir haben nie da den Ausbau gesehen, deswegen ist er da immer noch dran. Das Museum steht im... Wo steht das nochmal? Forschung? Oder Geschäft? Oder Unterhaltung? Wahrscheinlich Unterhaltung, ne? Da steht das Museum. Dann gehen wir mal eben ins Unterhaltungsviertel, damit wir die Sequenz sehen, dass das Museum ausgebaut wird. Entertainment! Was mit Teil Cidramon eigentlich? Die Einrichtungen im Unterhaltungsviertel sind eine Stufe aufgestiegen. Yay.
Um genau zu sein, ist eine spezifische Einrichtung aufgestiegen, aber das wollen wir mal nicht erwähnen, welche. Ich habe nicht so das Gefühl, dass es irgendeinen Sinn macht, das hier abzugraden. Nö, 100 Karten lautet unser Ziel, wir haben nicht ansätzlich 100. Gehst ins Theater. Vollstrecker. Ich habe keinen Plan, was der Ausbau des Museums auch nur ansätzlich machen soll. Naja, bring mich mal kurz zum Schatzsucher raus. Tägliche Belohnung und so. 180, wie sieht unsere Schatzsuche aus? Steckt immer noch mitten in der Suche, also nix. Dann... Ach ja, Metall Cidramon war, glaube ich, bei dem Forschungslabor? Ich glaube, der war im Forschungslabor, oder? Und uns Techniken beibringen wollen. Was wollen wir denn noch machen? Angelteich, Schatz... Ach ja, genau, ins Feld, aufs Feld muss ich noch. Und dann nochmal zum Bauarbeitest rein. Landwirtschaftsviertel, gib mir mal schnell ein bisschen Kram hier vorne. Jupp. Zwiebel, Zwiebel. Zu viele Items, kannst die Ernte nicht mitnehmen. Zwiebel. Oh, kriegen wir einen Sakura-Vorgerät, ich halt nicht. Hallo, dein Gepäck ist voll. Gott, verdammt. Karte. Wo ist das Lagerhaus? Wir müssen lagern. Gib ich ja wohl nicht. Lagerhaus. So, Patamon. Nimm mal meinen Kram. Einlagern. Ups, ich habe einen Autopiloten eingelagert. Das wollte ich nicht. Zwiebeln einlagern, das hier einlagern, Nuss einlagern, das hier einlagern, das einlagern. Können wir gleich verkaufen. Das hier einlagern, lagern. Lagern. Lagern, 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 lagern. Wir brauchen demnächst neue Chips und dann ist unser Inventar auch eigentlich schon wieder ganz gut aufgeräumt. Zurück zur Karte. Zurück dahin, wo wir gerade herkamen. Wir haben den Rest erholen. Hey, hast du noch was für mich? Sakura vorgerettet, das ist nett von dir. Dankeschön, mach's gut und tschüss. Hihi, Frostschneepelz. Es gibt übrigens keinen Grund mehr, warum wir das Zeug hier noch weiter anpflanzen sollen, also ändern wir mal was für anpflanzen. Zu. Marmoriertes Fleisch ist nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, wir bauen mal ganz viel marmoriertes Fleisch an. Jo. Und... Fleischwürfel kriegt man noch weniger von. Das muss eigentlich noch besser sein. Na gut, dann würde ich sagen, holen wir uns mal ganz viele Fleischwürfel. Weil die so unglaublich selten zu sein scheinen, die Dinger. Fleisch in Würfelform. Jop. 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 Immer her damit. Okay. So, was habt ihr denn gefunden? Hä? Hab ich's gerade eben schon abgeholt? Bin verwirrt. Gefleckte Tomate erhalten. Ja, kann ich mit leben. Noch irgendwas? Gehen wir auf Gemüsejagd zurück. So, und dann zurück zum Bauarbeitest, damit wir gucken können, was wir noch ausbauen können. Zack. Floatien. Architekt. Nichts. Börse. Nichts, nichts, nichts. Digisäure. Achso, Digi-Ionenwasser. Digi-Ionenwasser fehlt uns? Allen Dingen der Welt. Tauscht hier jemand? Materialien tauschen. Stein. Möchtest du etwas austauschen? Tausch der Holz? Natürlich nicht. Du... Gibst mir gerade gar nichts? Na toll. Kein Digi-Ionen-Wassertausch heute. Was brauchen wir sonst für irgendwas Wichtiges? Digi-Sternenholz für den Ausrüstungsladen? Digi-Götterholz für das Feld? Mithril und Chrom-Digizeut für den Trainingsraum? Du warst Holz und du warst Stein, ne? Gehört das zu Stein oder gehört das zu Eisen? Digi-Fels, Digi-Quarz, Digi-Onyx, ne. Felsen ist leider was anderes als das Metall. Mano! Gib mir nichts, was ich haben will. Drecksäcke. Digimons Haus. Braucht mehr Digi-Saft und mehr ganz viel Digi-Götterholz, witzigerweise. Meine Güte, warum ist das denn so teuer? Die Nacht, die Licht, da haben wir jetzt aber eigentlich ganz schön viel von. Also verbessern wir jetzt einfach die Börse, damit irgendwas ausbaut. Dankeschön. Okay, soweit so gut. Damit haben wir erstmal wieder alles heute, denke ich. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wohl den Quest hier mit dem Transporter machen. Denn ich weiß nicht, was wir sonst momentan machen können, sollten, tun müssen.
Ja, ne? Also eine kleine Pause. Vielleicht treffe ich noch ein paar Vorbereitungen vorher, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht nicht. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. See ya!